Wir sind hier im Gebiet Medenecker. Das ist von Alfdorf in Richtung Enderbach. Hier sind wir alarmiert worden zum Brand von einem landwirtschaftlichen Gebäude. Es ist ein Geräteschuppen mit Heu und Stroh und Gerätschaften gelagert, bereits im Vollbrand gestanden, bis die Feuerwehr hier vor Ort war. Also die Vorgehensweise der Feuerwehr, klar, im ersten Moment war ich selber nicht dabei, war zunächst einmal die unterhalb stehenden Gebäude zu schützen und dann gleich mit zwei C-Rohre reinspritzen in das Gebäude, um den Brand abzulöschen. Gut, die Hauptproblematik hier am Standort war natürlich die Wasserversorgung. Wir haben hier direkt am Gebäude kein Hydrant. Das heißt, der nächste Hydrant ist in dem Hof 500 Meter oberhalb. Dort haben wir die erste Wasserversorgung hergelegt. Um eine gesicherte Wasserversorgung zu erreichen, konnten wir beim Saugschacht bei der Firma ZF, hier ca. 1,5 Kilometer weg, konnten wir zwei Leitungen herlegen. Und gleichzeitig haben wir jetzt in Enderbach, im Teilort von der Landeswasserversorgung, dann noch eine 200-Leitung angezapft, sodass wir im Prinzip eine gesicherte Wasserversorgung haben. Mein Stand war jetzt, glaube ich, dass wir mit zwei Drehleitern, mit Wenderohre und zusätzlich noch 5C-Rohre waren wir im Einsatz. Die Feuerwehren haben wir jetzt alarmiert aus Gesamtgemeinde Alfdorf, dann des Weiteren aus Welzheim, die standardmäßig da dabei sind schon. Zusätzlich haben wir jetzt von der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die Abteilung Wetzgau, mit der Komponente Wasser alarmiert. Wir hatten vorsorglich der Abrollbehälter Wasser von Weinstadt unter alarmiert. Und wir hatten jetzt die Feuerwehr Lauch hier mit der Drehleiter und dem TLF 3000 vor Ort. Und jetzt geht es im Prinzip weiter, dass wir umstrukturieren, dass wir die Feuerwehr Welzheim schon zum großen Teil rauslösen, weil der Grundschutz im Welzheimer Wald schon relativ runtergefahren worden ist. Wir wollen mit einer Drehleiter weiterhin vor Ort bleiben. Und sobald dann das Bauunternehmen voll da ist, wollen wir dann irgendwann in der nächsten Stunde langsam beginnen, das Heu und Stroh alles auseinanderziehen, sodass wir dann zum Brandherd vorkommen. Also momentan war jetzt bei der Lagebesprechung eine Anzahl von ca. 110 Einsatzkräfte. Kurz vor 11 Uhr erhielt ich die Alarmierung über die Feuerwehr, wonach zwischen Alfdorf und Enderbach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen eine große Scheune in Vollbrand steht. Bei meinem Eintreffen war die Feuerwehr bereits vor Ort. Die Feuerwehr hatte sofort Großalarm ausgelöst und ist hier mit zahlreichen Einsatzkräften auch aus den umliegenden Gemeinden im Einsatz. Gott sei Dank ist kein Mensch zu Schaden gekommen, Tiere sind auch nicht verletzt und derzeit laufen noch die Löscharbeiten. Stolz bin ich auch auf die Bevölkerung. Ein Landwirt hat sofort ein großes Wasserfass beigebracht und unterstützt die Feuerwehr mit der Wasserversorgung, die hier auf dem ländlichen Bereich nicht ganz einfach ist. Aber unsere Feuerwehr ist mit allen Kräften im Einsatz und bekämpft das Feuer. Also zunächst einmal gilt es jetzt, hier das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Ich habe mit dem Bauhof veranlasst, dass sofort die Straße gesperrt wird, um die Feuerwehr zu entlasten. Der Wassermeister ist vor Ort und gewährt die Wasserversorgung. Der Zweckverband der Wasserversorgung ist ebenfalls vor Ort. Ich habe sofort auch mit dem Eigentümer Kontakt aufgenommen und gefragt, ob wir unterstützen können. Im Moment muss man einfach abwarten, was die Zukunft bringt. Wie schon gesagt, Gott sei Dank, kein Mensch, kein Tier zu Schade gekommen. Das ist das Wichtigste.